Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir schauen uns heute eine neue Strecke an von RSSLO, und zwar die Ostbahn. Die ist heute erschienen und ich habe eine kleine Testfahrt schon mal gemacht. Das ist jetzt die erste richtige Fahrt. Und ich habe mir so ein kleines Custom-Szenario gebastelt auf Basis von dem, was RSLO anbietet. Und zwar sind wir hier mit der 1044 unterwegs und eigentlich ein Intercity. Passt die Wagen nicht so ganz, aber ich wollte damit gern fahren. Denn das Standard-Szenario wäre mit der Taurus von RSLO gewesen. Und die finde ich jetzt irgendwie nicht so pralle. Okay, zuerst mal Beleuchtung hier anmachen. Und das ist hier noch falsch. Und ansonsten, das passt. Ich schau mal hinten aus beim Steuerwagen. Passt auch. Keine Ahnung, ob die tatsächlich auf der Strecke so fahren würde oder darf, wie wir es jetzt gleich machen. Aber wir tun es jetzt trotzdem erstmal. Die Ostbahn kostet knapp 33 Geld, Stand von dem Video. Ist knapp 100 Kilometer lang und geht von Wien Hauptbahnhof nach Bruck an der Reiter, nach Pahndorf und dann nach Bratislava Petstralska. Das wäre ein Abschnitt. Und der andere ist dann von Pahndorf nach Hegyeshalom, irgendwie so. Jedenfalls haben wir dann quasi Österreich, Ungarn und die Slowakei in einer Strecke. So, ich glaube, wir werden so grundsätzlich abfahrbereit. Wunderbar. So, tun wir hier mal lösen. Und dann geht's auch schon los. Bisschen mehr Schmackes. Und dann wird unser Hauptaugenmerk heute erstmal auf die Strecke an sich sein, wie das aussieht. Ich kann es natürlich schlecht beurteilen, wie authentisch die Strecke ist, nachdem ich sie in echt noch nie gefahren bin. Das dürft ihr mir da gerne in die Kommentare reinschreiben, aber ich muss mal so allgemein beurteilen, wie es so aussieht. Südli 40. Zugsicherungssysteme sind übrigens aus. Und zwar bewusst aus. Denn ich hatte beim Test anspielen schon meine ersten Probleme hier auf der Strecke. Und zwar haben die Vorsignale nicht richtig funktioniert. Die haben einfach mal grundsätzlich immer angezeigt, dass die nächsten Signale auf Halt stehen, obwohl sie das nicht tun. Und jetzt habe ich das Spiel einmal komplett durchgestartet, den Cage gelöscht und mal schauen, ob es jetzt dann besser aussieht. Es war aber nicht bei jedem Vorsignal so. Es war gerade ein bisschen schräg. Dann gehen wir mal Gas hier. Ja, Zugheizung ist aus. Jetzt machen wir mal an. Also von dem Rollmaterial, was jetzt momentan unterwegs ist, das ist alles mitgeliefert, bis auf das, was wir jetzt hier gerade fahren. Das habe ich jetzt mal angepasst, das Wetter habe ich ein bisschen angepasst. Ansonsten unverändert. Das hier mal gerade mal anpassen. Sehr gut. Da scheint es jetzt wieder zu funktionieren. Moin, Kollege. Und Performance ist also ein bisschen durchschnittlich. Aber das ist halt mitunter TS Classic. Oh, große Abstellung hier. Also plus, minus, knapp 40 Minuten beim unterwegs sein. Theoretisch. So, geben wir mal Gas. Beziehungsweise
tun wir nicht. Ja, das sind schon wieder die ersten Ruckler. Also ein paar Mal habe ich hier schon mal durchgestartet. Bin ein bisschen, ja, 2-3 Kilometer weiter gefahren. Es ruckelt eigentlich immer so an der gleichen Stelle. So, da links werden vor allem die Leute Spaß haben, die gerne mit Güterzug fahren. Schauen wir gleich mal raus. So, Hinterbahn gesagt. Beziehungsweise wir gehen mal in die Ansicht hier rein. Oh, hat so ein, zwei Gleise zum Abstellen. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, dass wir hier mit einem Güterzug fahren. Oh, jetzt machen wir erstmal Intercity. Fake Intercity. Irgendwann mal kommt der Tag, dass das hier alles ohne Ruckeln läuft. Ja, okay, also das mit den Vorsignalen scheint jetzt wieder gut zu sein. Ablaufberg hier. Da geht's jetzt hier gleich richtig ab. Schaut euch das mal an. Ja, ich glaube, da werden entsprechend Szenarien noch kommen für hier. Nice. Ja, also allgemein von der Szenerie sieht es bis jetzt okay aus. Mit ein bisschen mehr Deko hier vertragen. Aber ich habe jetzt noch keine extremen Augenkrebssachen gesehen. Boah, dieser ganze Signalwald da hinten. Ich höre, dass natürlich hier TS Classic mal ein bisschen am Lecken ist. Auch irgendwo klar. Vectron. Sollte mal ein bisschen mehr Vectron fahren. Da habe ich mir auch die Advance Code, also alle beide. Aber da bin ich viel zu wenig gefahren. Oh, 120 ist erlaubt. Okay, ich zeige euch mal den ganzen Spaß in der Übersicht. Werden wir hier mal beschleunigen. So. Wir gehen mal wieder zu drehen. Hier haben wir ganz Wiel und Umgebung. Ein bisschen nach hinten noch modelliert. Da hinten sind wir gestartet. Jetzt der riesige Güterbahnhof hier. Und wenn wir jetzt dann mal hier runtergehen, das ist quasi die Hauptstrecke. Zeit ziehe ich dann hier auf, nach da oben und einmal nach da unten. Und wenn es mich nicht täuscht, fahren wir nach da oben. Eine Aufgabe zeigen. Ja, genau. Wir fahren dahin. Gut. Das ist auch noch auf meiner Bucketlist, mit der einmal in echt mitfahren. Also vor die mitfahren, so allgemein. Hatte sie schon mal. Let's look. Ich glaube, ich möchte mal ein bisschen nach draußen gucken. Wir könnten eigentlich auch die hintere Kamera nutzen, dann ist es nicht ganz so laut. Das sind halt so die kleinen Details, ein bisschen abseits, so wie die Wege da, die schauen halt ein bisschen doof aus. Aber ich muss sagen, RSSLO ist schon wirklich besser worden, was das Ausschmücken von Szenerien betrifft. Es geht immer noch besser, aber ist okay fürs Erste. Weil spätestens in ein paar Monaten, da kommen dann eh wieder Community Patches, wo dann die ganzen Strecken optisch gepimpt werden. Bist du zu? Ja, du bist zu. So, 140.
vorbei. Da hinten geht es dann gleich wieder auf 80 runter. Also bis zu der 80er Beschränkung bin ich gefahren, alles dahinter ist für mich Neuland. Bremsen wir mal runter hier. Sehr viel Holz hier. Reicht hier. Wo sind wir jetzt hier? Ich bin also überhaupt nicht ortskundig. Nochmal kurz gucken. In Himberg. Man hat hier gut ein paar Industriegleise. Ja, ich bin schon wieder schnell. Es ist wieder Spaßabzug. Aber weil die Punkte sind jetzt eh egal. Mir geht es ja eh nur um die Strecke zum Angucken. Soll ja keine perfekte Fahrt werden. Wenigstens halbwegs okay, ohne mega Negativpunkte. Und ab hier wieder 140. Das Einzige, was ich noch hätte tauschen können in dem Szenario, wäre das Wetter gewesen für das neue AP-Wetter. Das ist jetzt hier auch noch original. Aber sieht ganz okay aus in dieser ja fast schon Abendstimmung, obwohl es naja, kurz vor drei ist. Sogar eine kleine Jägerhütte. Ey, man, gerade solche Sachen, das kann man irgendwie schöner ausschmücken. Das sieht nicht so schön aus. Also vielleicht ein paar Zäune und so ein bisschen hier rein. Also die Übergänge sind einfach nicht so mehr. Aber die Strecke so an sich sieht okayisch aus und die Bahnhöfe. Man soll sich ja eh auf das konzentrieren, aber rundherum darf es halt gut aussehen. Aber immerhin, 33 Geld für 100 Kilometer Strecke. Ich meine, das Rollmaterial ist, ja, meh. Also ich würde es halt immer austauschen. Ich würde mit dem Standardzeugs umfahren, vielleicht mit dem Personenwagen, aber sonst die Loks. Da gibt es einfach von beispielsweise Just Trains entsprechend die Pro-Varianten. RW Austria und da holt sich die besseren Loks und dann fahrt sie hier auf der Strecke hoch. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ab und zu ist bei den Strommasten das Schild so am Rumflackern. Das ist nicht bei jedem. Doch ein bisschen viel Industrie hier auf der Strecke. Und jetzt wieder der nächste Ort. Moin, Kollege. Steht da einfach mal so random auf der Strecke rum. Also in den anderen Zügen habe ich nichts verändert. Ich habe nur meinen Zug verändert. Ja, ich würde sagen, sieht okay aus. Kann man lassen. Ich da gerade zuerst auf der linken Seite gesehen habe, weiß jetzt nicht von was für ein Stand die Karte da ist. Aber die ganzen Fernmelderboxen werden doch eigentlich das F schon überall durchgestrichen, oder nicht? Oder sind die hier noch aktiv?
Oh, auch die immer wieder mal am Flackern. Das ist ein bisschen dunkel ist, kaschiert noch ein bisschen was. Da zum Beispiel ein Zaun. Das sind so kleine Details, aber dann sieht es halt einfach ein bisschen schöner aus, als wie so irgendwie Pflanzen rein. Muss man natürlich auch den Kompromiss finden zwischen richtig gut aussehen und Performance. Je mehr du reinmachst, umso schlimmer wird's. Also ein bisschen Zaun da. Sieht ansonsten einfach ein bisschen unschön aus, als wenn du mit dem Pinsel einfach hingemalt hast. Das könnte so ein Kunstwerk. Oder da! Das sieht auch gut aus. Auch wenn der Zaun da einfach mal so in der Mitte aufhört. Sieht noch S-Bahn aus. Mal sehen. Ah, ich bin nach wie vor kein Fan von dem neuen Farbschema. Ich finde es halt immer noch schöner. Genauso wie auch der neue Gong, aber gut. Schlussendlich wohl auch Geschmackssache. Wobei, neu ist relativ. Ist jetzt auch schon eine Zeit lang wieder aktiv. Da zum Beispiel. Jetzt bei dem Stromabnehmer da hinten hat man es gerade gesehen gehabt. So, was haben wir hier Schönes? Auch noch ein bisschen Industrie da hinten oben. Was jetzt verpasst? Ja, muss ja eigentlich. Das würde ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Wo geht's denn da hin? Nur. Lass mich raten, das ist einfach eine Nebenstrecke, die hier einfach endet. Okay. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Wobei, hier geht es ein bisschen weiter. Naja, okay. Gut, das ist nur Zierde hier. Alle klar. Gehen wir wieder zurück. Ist da gerade hinten? Nee, oder? Unschön. Das ist ein bisschen unschön. Ich meine, das ist auch eine Kleinigkeit, aber trotzdem. Ich finde es nicht schön, sowas. Da finde ich es irgendwie schöner, wenn man dann eine effektive Nebenstrecke oder so macht, wo das Spawn, wo man es nicht gerade sieht. Und dann fahre ich halt da so rein, also direkt in der Strecke so rein spawnen, das ist ein bisschen mehr. Aber das hätte auch sonst jetzt mal ein paar mehr Gleise geben, oder? Nee. Fallepunkt. Und die ohne Halt, liebe Leute.
rein so gefühlstechnisch könnten 160 hier auch gehen. Und schon der nächste Haltepunkt da hinten. Da, auch nicht durchgestrichen. Aber jetzt bei denen weiß ich es halt nicht, ob die auf der Strecke noch aktiv sind. Ja, Einspeisung. Ich glaube, da hinten ist das gleiche wieder mit dem Reinspawnen. Ach nee, die kommen da von unten. Da kann man zum Beispiel den Spawn unten drin machen. Dann sieht man es halt nicht. Ja, der Bereich ist zum Beispiel auch wieder recht schön. Solange es einfach nicht leer ist, ja, das ist schon wieder besser hier. Also so gut, also wir haben jetzt ungefähr, ja, nicht ganz die Hälfte. Aber da würde ich jetzt mal sagen, für das Geld passt es dann schon erstmal. Ich würde dann selber noch ein bisschen rumtwiegen. Aber kann man durchgehen lassen. Wenn man das der Rest der Strecke dann auch noch passt. Und dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht im Ausland. Gibt da eigentlich noch was Interessantes? Oh ja. Druck an der Leiter ist das nächste. Ja, auch der Haltepunkt schön gemacht. Gerade unter 120. Ja, ich glaube, da lasse ich die Lok bremsen. Beziehungsweise auslaufen. Oh, komm, stelle ich mal ein. Sehr gut. Oh, kein Prellbock. Was ist da los? Ja, okay, da hinten. Moment, falsche Taste. Jetzt Keyboard. Da hätte man noch ein bisschen schmicken können. Hat es aber auch keinen Prellbock. Das wird doch nicht erzählen, dass hier keine Prellböcke sind. Was ist das? Das gibt Punkteabzug. Das ist nicht schön. Was, da sind wieder die Prellböcke? Nee. Weil es von der Hauptstrecke ein bisschen weggeht, ist mir jetzt unschön. Das gefällt mir nicht. Okay, gehen wir wieder rein in unseren Zug. Da kommt definitiv ein Community-Patch. Da bin ich mir ganz sicher. So, moin, Kollege. Ist auch ein bisschen größer hier. Mal ganz kurz auf der Karte gucken. Spieler zentrieren. Okay, Abstellgleise hier alles. Ob das hier teilweise Übergabe ist? Wie geht es in der streckentechnisch weiter?
könnte eigentlich schon sein. Ja, macht irgendwie Sinn, wenn dann da vorne dann die Abzeigung kommt, dass man hier Übergaben macht. Moin, Gulligi. Ja, wir haben Doppel unterwegs. Oh, 140 wieder angesagt. Ja, sieht okay aus. Es hat schon viel Pampa, aber ich glaube, ist in echt sicherlich eine schöne Strecke zum Fahren. Also ein Kandidat für so ein Mitbaut-Video. Ja, wenn wir später viel gucken, geht's bestimmt. Ah, es wäre vielleicht nur meine Frage an euch. Würden euch so echte Mitfahrt-Videos mit ein bisschen historischen Feedback gefallen oder einfach nur Mitfahrt-Videos einfach dazu zugucken mit Musik oder so? Wenn das was für euch wäre, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil eventuell schaue ich mal, dass ich in die Richtung was machen kann. Von den unterschiedlichsten Strecken. Pandorf, da unten als nächstes. Aber jetzt komplett übersehen, die Stelle da. Naja, egal. Oh, wo geht's denn da hin? Ohne Strecke woanders hin, hier hinten. Sie wünschen. Hey, ach da kommt ihr raus. Okay. Sieht eigentlich auch wieder ganz okay aus hier. Jetzt wieder schnell vorbeifahrt, erstmal nichts zu meckern. Ah, ich muss bei mir mal ein bisschen die Shader anpassen. Also das ist ein bisschen zu stark glowen hier. Jetzt ist es nicht perfekt. Und da haben wir jetzt unseren Abzweig. Hier auch nochmal die letzte Industrie hier hinten. Oh, das sieht aber auch traurig aus. Ich glaube, ich schaue erst gar nicht nach hinten. Interessant, wie sie das hier gelöst hat. Was wird denn hier abgebaut? Oder soll das eine große Baustelle sein? Baustelle oder Abbau? Naja, vermutlich Abbau. Und was auch immer, sieht ein bisschen komisch aus. So, wieder rein hier. Ah, oh, 56 Minuspunkte kassiert.
Oh, Spiel. Kilometer noch bis Bratislava. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl mit der 160 zu fahren. Haben wir irgendwie so ein Fahrmarktschild hier drin. Ich würde mich bei 140 ein bisschen wohler fühlen, glaube ich. Industriegleis hier. Mal auf die Map gucken. Spieler zentrieren. Abstellgleis ist es da hinten. Okay. Nicht, wenn hier die Grenze kommt. Bin halt überhaupt hier nicht von der Region. Aber das hier zum Beispiel sieht auch wieder gut aus hier. Immer von der Gestaltung. Oh, bleibt bloß stehen, ne? Dankeschön. Ah, oh, da muss ich an Simrail denken, wo die da regelmäßig auf die Gleise raufgefahren sind. So Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder da. Bitte entschuldige die kleine Unterbrechung. 16 Kilometer noch. Oh, sogar mit einer Umfahrung. Okay. Frag mich halt, ob der Verkehr so moderat ist, dass es hier reicht, dass man hier nur eingleisig hat. Ich hätte schon vorgestellt, dass ein bisschen Verkehr darüber geht. Ja, hier passt eigentlich auch wieder vom Schmücken. Aber da hinten. Es zieht sich halt irgendwie so durch auf der Strecke. Also alles im Gleiskörper in der Nähe sieht gut aus, aber sobald es ein bisschen weggeht, darf man nicht genau hingucken. Ja, also bis jetzt würde ich mal sagen 2 minus bis 3 plus, so irgendwie in dem Range würde ich es jetzt mal benoten. Aber auf jeden Fall glaube ich, kann man es mal kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch später mal wieder so ein Combined-Paket kommt, wo sie die Strecke wieder zusammenschließen. Und daher lohnt sich auf jeden Fall. Ob ich dann, ob sie dann die Extensions machen, hinter den Bahnhöfen, ob es dann in die Richtung noch weitergeht oder ob sie statt erstmal auf Österreich konzentrieren wollen und da weiterbauen. Auch noch Industrie aus. Mal gucken. Ja, so eine Mühle, vermute ich mal. Na. Zumindest so großes Silo. Hat schon wieder kein Prellbock. Zaun zählt nicht.
140. Wird endlich langsamer. Mal nach hinten. Das ist zu viel. So, Kitzi. 7 Kilometer noch. Aber die Ankündigung gewesen für 140. Links weiter. Weil Abstimmung oder was haben wir hier? Wo sollen wir denn da rumstehen? Mal kurz gucken. Das sind aber auch nicht mehr der neuesten. Okay, cool. Gefällt. Nice. Okay, ein bisschen Abstellung hier. Schade. Ich dachte, wir fahren ein bisschen mehr im Ausland. Sogar 40 runter. Okay. Ja, jetzt wird ja schon der Bahnsteig angezeigt. Ja, ich glaube, ich möchte selber bremsen. Also die bremst halt schon echt brutal gut. Als hätte die hinten nichts dran. Freestyle-Bahnübergang. Jetzt wird's gefährlich. So, was haben wir hier? GSM RSK. Okay. Die Signale fallen mir hier. Ah, Kamera. Ja, das tun wir jetzt mal hier grundignorieren. Mal hier hinten. Auch nochmal einen Anschluss. Ah, da muss ich gerade wieder an TD2 denken, wenn ich diese blauen Lichter sehe. Weiß nicht. Also irgendwie hab ich mir da jetzt irgendwie was Größeres vorgestellt.
wollen wir dann hier gleich mal stehen. Da werde ich die Tür noch nicht aufmachen. Und dann sie erstmal diesen Bahnhof angucken. Schön. Södre. Bleiben wir hier mal stehen. Dann hätten wir unser erstes Ziel mal erreicht. Gehen wir mal raus hier. Mal kurz umgucken. Das sieht ja cool aus. Ja, okay. Bahnhofsgebäude kann was. Das gefällt mir. Also das Hauptgebäude. Ja, doch. Das kann man so gelten lassen. Gefällt. Wie schaut es auf der anderen Seite aus? Ja, okay, da gibt es jetzt nicht sehr viel zu gucken. Wir haben hier noch einen Haufen Abstellgleise. Und dann geht es hier vorne weiter. Wieso hast du... Oh, der Fahrt. Ist nicht mal eine Lok dran? Okay, Mysterium. Aber da hinten schaut es da wieder furchtbar aus. Ah, das ist nicht schön. Wie weit haben wir es denn hier nach hinten? Ah, nochmal Abstellung hier. Ohne Oberleitung. Fehlt wieder der Prellbock. Und dann geht es hier nach hinten weiter. Und da wird es dann wieder mau. Aber gut, jetzt mal, wenn wir hier mal schauen, Spieler zentrieren. Ja, okay, das sind halt nur die Portale da hinten. Das ist eh nicht nach da hinten fahren. Zumindest ist es angedeutet. Aber rangiertechnisch würdest du, denke ich mal, warte mal, wo ist es? Ja, bis hier hinfahren. Und dann sieht man halt das hier. Also da könnte man noch ein paar mehr Details hinmachen. Ansonsten, okay, schauen wir uns mal die andere Seite an. Machen wir mal stumpf hier. Sonst nichts Aufregendes. Was haben wir hier hinten? So eins, alle klar. Und da hinten ist ja auch nochmal diese Strecke da weggegangen. Was haben wir hier hinten? Ah, Depot. Ohne Oberleitung. Und ohne Prellbock. Das haben sie jetzt aber auch nicht fertig gemacht hier. Das wirkt sehr unfertig. Das ist ein bisschen schade. Okay, also das wäre hier Depot und auf dem anderen Gleis, wo war das? Wo war das andere? Das war hier. Was haben wir da noch so Schönes? Okay. Okay. Das sieht nach Hauptstrecke aus. Mal kurz gucken. Bratislava Petratska Portal 3. Alle klar. Gut. Kann man auch drüber hinwegsehen. Wird man hier auch nicht reinfahren. Aber der Anfang passt hier. Ja, das ist der Bahnhof hier. Dann hätten wir eigentlich nur noch den anderen Teil der Strecke. Den schauen wir uns aber in dem Video nicht an. Als Fazit, ich bleibe dabei. Das wird so 2 minus bis 3. Wenn man halt ein bisschen abseits guckt, dann sieht es halt dann gleich nicht mehr schön aus. Aber das direkt an der Strecke sieht okay aus. Ich gehe mal davon aus, das ist auch authentisch. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr die Strecke selber kennt. Ob das soweit Wiedererkennungswert hat. Von daher macht es eigentlich ganz Spaß zum Fahren. Ich glaube, schwerer Güterzug, das wäre hier ideal auf der Strecke. Vielleicht machen wir einen schweren Güterzug, wenn wir zum anderen Bahnhof fahren. Dann lasse ich mir noch was einfallen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat in den kleinen Abenteuer, lasst euch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.